Herzlich willkommen, meine Freunde von Fettspielen, zu einem neuen Let's Play mit Asterix und Friends. Wir sind mittlerweile schon beim fünften Teil angekommen. Schön, dass wir die 301 Views immer locker packen. Und ich würde sagen, wir machen einfach weiter hier, ne? Also erstmal kriegen wir heute einen Einlog XP Aufstieg in Azkaban. Morgen gibt's das. Sehr schön. So, was kriegen wir noch? Mach Platz, sehr gut. Bald bist du so stark wie ich. Fertig. Alles klar, da haben wir auch eine Quest erledigt. So, jetzt holen wir uns erstmal hier Essen ab. Sehr schön. Ja. 21 Futter. Dann schauen wir, was wir an Quests hier haben. Wir haben hier eine neue. Besitze Wildschwein heute 27 von 6. Akzeptieren. Und dann haben wir hier noch eine. Besitze Widerstandspunkte. Alles klar, wie kriege ich denn die? Das werde ich dann gleich sehen. Artilleriegewinne gegen römische Legionen 1. Alles klar. So, hier habe ich auch mal Platz hinzufügen. Öffne Inventar. Ach so, okay, das ist ein wenig voll, ne, momentan. Was kann ich denn mit dem Alteisen machen eigentlich? Brauchst du für Herstellung anderer Gegenstände, findest du, wenn du gegen Römer kämpfst. Ja gut, das ist schön und gut, aber ich muss da hier irgendwie das Zeug auch... Was mache ich mit den Sandalen? Ich verkaufe die jetzt mal einfach. Wenn nicht, könnt ihr mir ja nochmal welche schicken. Wenn ihr mir sagt, für was ich sie brauche. Und ja, genau, verkaufen. Aha, aha, sehr schön. Jetzt können wir das Ganze auch einsammeln hier. So ist gut. Hier unten können wir unser Gold einsammeln. Ja, ja, ist gut, ist gut. So, habe ich die Quests jetzt angenommen? Genau, jage Wildschweine. Das können wir auf jeden Fall gleich mal wieder machen. Weil da haben wir erst 6 von 10. Da haben wir die ersten. Die kann ich leider noch nicht holen. Da muss ich erst diese Patrouille hier fertig machen. So. Zack. Jetzt ist das Wildschwein da unten gespawnt. Ich glaube, ich muss den hier fertig machen. Okay, alles klar. Hilft nichts. 86% Gewinnchance. Müssen wir drauf. Dann beten wir mal, dass das klappt. Jawohl, Gott sei Dank. So, das gibt auch richtig Zeug hier. Wahnsinn, Wahnsinn. So, hier, dann nehmen wir die Wildschwein-Sachen noch mit. Das Wildschwein nehmen wir natürlich auch mit. So, das ist das nächste Wildschwein. Geht's direkt auf die Kasse. So, dann füttern wir mal unseren Junge wieder hier, damit er auch glücklich bleibt. Auch ihn füttern wir und ihn füttern wir. So, gibt's denn irgendwo noch Fisch oder sowas? Ne, da muss ich diese Patrouille hier platt machen. Okay, gibt's sonst nichts? Was ist das hier eigentlich? Römisches Lager, okay. Ja, ja, klar. Das kann ich nicht mal annähernd angreifen. Jetzt schauen wir nochmal, was habe ich hier für Quests? Fangen wir mal ganz unten an. Kontrolliere südliche Farm, okay. Besitze Eisenbahnen, 1 von 3. Die können wir doch hier machen. Steinmetz. Nee, dann nicht. Die machen wir wahrscheinlich in der Schmiede. Wo ist denn meine Schmiede? Metzgerei. Nahrungslager, Schmiede, hier, zack, Eisenbarren. Da machen wir doch mal gleich nochmal zwei Stück, ne? Sollen wir die mal fertigstellen? Ne, das lassen wir noch, weil ich es fürs Inventar brauche. So, das läuft. Dann errichte Gerberei, besitze, errichte Gerberei, alles klar, dann machen wir das doch. Die könnten wir doch hier hinstellen. Haus, ne, die will da nicht hin. Produktionsgebiet, Gerberei, 1200, wird gebaut. Was brauche ich für Sachen? Ich brauche noch, okay, von allem ein wenig. Das heißt drei, also einmal Holz noch. Dann noch dreimal Weizen. 1, 2, 3. Sehr schön. Und dann brauche ich noch, last but not least, 10-mal Holz. Ich habe nur noch 9 Dinger. Das könnte vielleicht eins. Da können wir eigentlich wahllos klicken, bis es leer ist. Ja, ich weiß, keine Nahrung mehr. Schauen wir mal, ob ich vielleicht, wie lange dauert das hier noch? 58 Sekunden. Das können wir so lange noch machen. Besitze Widerstandspunkte. Jetzt wollen wir mal die römische Legion, das ist die gut für den Widerstand. Okay, was ist denn die römische Legion? Ich glaube, das mache ich auf der großen Karte dann wahrscheinlich, ne? Hier kann ich mein Geld abholen.
Was kann ich denn noch erledigen in Zeit? Hier habe ich noch, jage Wildschweine. Gut, da bin ich ja, im Wildschweinjagen bin ich ja schon ganz groß. Also bin ich hier ganz groß, finde ich. Eine der besten. Wir brauchen jetzt aber noch ein Essen. Ich würde mir gern einfach mehr herstellen können. Ich hätte das gern. Ja, das ist... Also ich würde mir gern einfach... Das würde ich gerne mal wissen. Könnt ihr mir mal unter die Comments schreiben mit den ganzen Materialien, die ich im Inventar habe. Was mache ich damit überhaupt? Ja, was mache ich mit dem Alteisen? Warum kann ich das nur verkaufen oder findest du im Wald? Ja gut, aber ich würde es gerne essen, ja? So, jetzt schauen wir mal hier. Jetzt können wir unser Essen nehmen. Sehr schön. Und dann sammeln wir noch ein Holz. Dann haben wir 15. Das, was wir brauchen, um die Gerberei zu pimpen. Sehr schön. So, und jetzt stellen wir die fertig. Ah, jetzt fehlt mir noch. Ah, okay, alles klar. Wir müssen noch ein Holzbrett machen. Jetzt schauen wir mal. Ihr habt mir Geschenke geschickt. Können wir das schon machen? Lasst mich mal schauen, der Schreinerei. Das Holzbrett können wir ja schon mal an den Start bringen. Ihr habt mir Geschenke wieder geschickt. Ich habe Mails. Oh Gott, jetzt schauen wir mal, wie viel das ist. Ja, das ist eine ganze, ganze Menge. Schaut es euch an. Mehr Nachrichten, als ich fassen kann. Okay, wir schauen mal, was hier los ist. Hab leider nichts für dich, aber mach weiter Let's Plays. Das ist doch nicht schlimm, ihr braucht mir auch nichts schicken. Danke, folgen. So, Wikingerbier. Ey, du machst echt gute Let's Plays. Da danke ich dir. Folgen. Dann haben wir Johanneshausen. Belohnung, einsammeln. Dankeschön. Für den Nichtgeburtstag. Sehr gut. Was mache ich gute Video? Wikingerbier, ein guter Name. Auf jeden Fall. Legion besiegt. Da können wir nochmal folgen hier. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet. Das könnt ihr mir auch mal klären. Steinblöcke einsammeln. Nehme ich immer. Ein Beutel einsammeln. Sehr schön. Dann haben wir hier Wishitown einsammeln. Dankeschön. Dir folge ich natürlich auch. Heute immer. Machen wir hier löschen. Genau. Krabbe. Habe ich jetzt gefolgt? Ich hoffe ja. Wenn nicht, tut es mir leid. Einsammeln. Sehr schön. Löschen. Dann haben wir hier Ich bin wann. Folgen wir dir. Dann Beatrix, folgen dir auch. Danke. Oh, mein Inventar ist schon voll. Mein Inventar ist schon voll. Dann löschen wir erstmal. Bitte folge mir auch. Habe ich ja schon. Kriege ich bitte 4 Wildschweinknochen? Ja, wenn ich die habe, dann schicke ich dir die. Ist kein Problem. Ich gucke gleich mal, ja. Antworten. Kann ich das hier machen? Johanneshausen. Jetzt lass mal gucken, ob das funktioniert. Mein Inventar. Wildschweinknochen. Ich habe Gedärme, Salze, Rüben, Wildschweinhäute, Wildschweinknochen. Jo, ich kann dir mal die schicken hier. 2 als Geschenk an Johanneshausen. Komm, ich schicke dir die. Wahrscheinlich mache ich jetzt einen Fehler, dass ich die rausschicke. Hier, ich habe nur 2. Viel Spaß. Ich hoffe, das ist das Richtige. Keine Ahnung. Ich schicke sie dir einfach. So bin ich. Genau, hier einsammeln. Jetzt haben wir noch wieder ein bisschen Platz. Ein bisschen Platz. So. Spieletrend. Wow, was geht denn hier ab? Ja, nehme ich alles. Legion besiegt. Happy Nichtgeburtstag. Einsammeln. Danke. Dann Johanneshausen. Ja, Farmerama. Einsammeln. Romero. Einsammeln. Einsammeln. Die Schuhe. Ja, ich bin echt der. Oh, was ist das denn hier? Öffnen. Ist das ein Schleifstein? Ein Schleifstein. Was können wir denn nicht mehr gebrauchen hier? Was haben wir denn schon zu viel? Hier, die Fische verkaufe ich doch. So. Dann nehmen wir das von dir. Löschen wir. Dir folge ich natürlich, Sarin. Servus. Dann haben wir hier Löschen. Was haben wir hier? Rüben einsammeln. Nehme ich. Danke. Hier Gedärme. Habe ich keinen Platz mehr. Nehme ich dann später raus, wenn ich sie brauche. Gronk-Fan, einsammeln, danke. Romero, einsammeln, heute. Mehr kann ich leider auch nicht einsammeln, sage mal. Hier, dir folge ich auch mal. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Alles klar, sage ich dann. Gronk-Fan, viel Spaß damit. Danke dir, danke dir. Danke euch allen, das ist ja der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. So, hier oben haben wir das Holzbrett fertig gemacht. Hier sollten wir auch gleich wieder ein bisschen Nahrung kriegen. So, um das aber jetzt hier zu erledigen, brauche ich erstmal wieder 2 Balken. Geblockt, jawohl, da holen wir uns einen hier.
Ja, mein Inventar ist voll, das habe ich mittlerweile schon verstanden. Und meine Jungs sind aber auch ausgerüstet, ne? Okay. Eisenbarren ist fertig, sehr schön. Dann kriegen wir ja gleich noch einen, dann haben wir. Oh, aktualisiert ist hier nur, alles klar. So, wir bräuchten eigentlich noch eine Nahrung nur. Dann könnten wir diese Quest machen. Wir können ja mal so lang schauen, was hier in der Freundeskarte so abgeht. Römische Legion. Ah, okay, das muss ich also besiegen. Stärke 40, Stärke 40, Stärke 56, Stärke 27, Stärke 35, Stärke 27, Stärke 40, Stärke 41, Stärke 39. Ich bräuchte einen, der in meinem Level ist. 27, 40, 45, 50, 61. Wow, das ist alles zu viel hier. Die da könnte ich noch irgendwie vielleicht besiegen. Mit einer 70-prozentigen Chance. Okay, ich gucke nicht hin. Ich kann nicht hingucken. Ich versuch's. Mehr kann ich nicht machen. Jawohl! Strike! Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben es geschafft. Können wir zurück auf unsere Karte gehen? Das ist dann. Wie kommen wir zurück? Ich glaube, wenn wir hier hingehen. Freundeskarte. Ne, genau, hier so. Sammeln wir auch hier ein, können direkt auch unser Hölzchen mitnehmen. So. Das haben wir ja gebraucht, um hier das Gebäude abzugraden. Sehr schön. Gibt XP und Geld, nehme ich immer gerne. Und wir haben einen neuen Auftrag. Das ist Besitze Leder und verbesserte Gerberei auf Stufe 2. Akzeptieren. Sehr schön. Jetzt ist die Gerberei ja schon fertig hier. Jetzt kann ich auch direkt wahrscheinlich genau Leder herstellen, weil ihr mir so toll die Sachen geschickt habt. Das ist natürlich super von euch. Auch diese Kristalle, die ich dafür brauche. Danke, 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 danke. Jetzt machen wir mal hier richtig Leder an den Mann. Auch hier Steine habe ich ja mehr als genug momentan. Schleifsteine brauche ich gerade nicht. Wir brauchen bestimmt später wieder Holzbahnen. Die kann ich allerdings gerade nicht machen. Leeres Fass, was bringt mir eigentlich ein leeres Fass? Gut, um Flüssigkeit aufzubauen, okay. So, gibt es noch ein Wildschwein zum Jagen? Schauen wir doch mal hier rum. Nein, leider nicht. Ein paar Fische, oh, hier oben gibt es Fischgründe, da kann ich doch mal rangehen. Das gibt mir auch eine Nahrung zurück, das ist sehr schön. Jetzt gehen wir mal in den Markt noch kurz, da wollte ich eigentlich auch mal reingucken. Was kann ich denn hier tun? Ich kann Waren kaufen hier. Das bringt mir. Findest du auf Feldern? Ja, gut, aber was mache ich dann damit? Ja, also, das ist für mich jetzt. Wahrscheinlich brauche ich die alle später erst. Genau, da kann ich Waren kaufen. Nahrung für 11. Ah, das ist ja nicht so viel. Hier kann ich einen Code einlösen. Gibt es ja noch keinen. Habt ihr auch noch keinen gesehen? So, können wir hier noch irgendwas an den Start bringen in dieser Zeit? Nein, leider nicht. Die Eisenbarren laufen. Die Quest läuft auch. Hier in der Gerberei ist volle Lotte am Produzieren alles. Stein könnten wir eigentlich auch noch ein bisschen machen, oder? Steinblöcke können wir immer gebrauchen. Dann machen wir mal auch noch drei. Die können wir immer gebrauchen. So, ich fütter mal hier diesen noch. Obwohl, das brauche ich nicht, weil das passiert automatisch, wenn ich mich auslogge. Ich würde sagen, den letzten benutzen wir noch, um hier ein bisschen Holz. Das machen wir hier. Holen noch ein bisschen Holz. Genau, vielleicht entdeckt man noch was. Nein, das war's. Okay, ich würde sagen, wir haben eine ganze Menge geschafft in diesem Let's Play hier mit Asterix und Friends. Friends, schreibt mir ordentlich Nachrichten, schickt mir, was ihr nicht gebrauchen könnt. Wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, kann ich das euch auch mal schicken. Das ist natürlich kein Ding. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf unserem Kanal. Mein Name ist Tim und ich bin raus.